Julius Schindler ist Filmemacher. Seine Vision ist es, mit Filmen Gottes Reich zu bauen, um damit die Herrlichkeit des Evangeliums sichtbar zu machen. 2011 gründete er dazu den Verein Manaplace e.V. Manaplace heißt Versorgungsort. Es soll ein Ort sein, der von Gott versorgt wird, damit andere Menschen mit Gott, mit dem Wort Gottes versorgt werden können. Und diesen Verein Manaplace e.V., der wurde am 23. Juni 2011 gegründet und ist jetzt, hat die ganzen bürokratischen Hindernisse überwunden, ist gemeinnützig anerkannt und wir starten jetzt richtig durch mit dem Verein. Ich habe früher Missionsfilme gemacht und Filme über Projekte und habe festgestellt, wie viel man mit diesem Medium bewegen kann. Und jetzt über die letzten Jahre hinweg hat Gott mir eigentlich gezeigt, was für ein großes Potenzial daran steckt und mir auch deutlich gemacht, dass ich das nutzen soll, um seine Botschaft in die Welt zu tragen. Eine Filmproduktion ist sehr teuer. Damit Menschen, die für christliche Produktionen kein Geld ausgeben, dennoch die Filme sehen können, verbreitet Manaplace diese kostenlos im Internet. Wenn man ins Internet guckt, wenn ich auf Facebook unterwegs bin, in den sozialen Netzwerken, dann sehe ich überall diese Play-Buttons von YouTube. Man hat überall dieses Filmmedium vor Augen. Man weiß, dass das das Medium ist, was die jungen Leute nutzen. Man guckt sich viel über Filme an, man liest nicht mehr so viel, man nimmt viel mehr über die Augen auf und über das Gehör, also Musik in Verbindung mit visuellen Reizen sozusagen. Und das ist auch meine Zielgruppe, die Leute, die im Internet eben unterwegs sind, wirklich mit dem Medium zu begegnen, was sie nutzen, was ihnen vertraut ist und was sie tagtäglich auch von anderen bekommen oder was sie von anderen sehen. Manaplace spezialisiert sich auf hochwertige Kurzfilme. Sein aktueller Film Blind hatte seit Online-Stellung innerhalb 4 Tagen bereits über 1000 Aufrufe. Unser erster Film, der jetzt veröffentlicht wurde, heißt Blind. Und die Idee zu dem Film ist ziemlich innerhalb von 2 Tagen entstanden, nach und nach. War ziemlich spontane Sache. Und in dem Film geht es grob gesagt darum, dass für jeden Menschen im Leben ein Schatz bereit ist, symbolisiert durch eine Schatztruhe. Und dass es jemanden gibt, der alles daran setzt, mich von diesem Schatz abzulenken. Manaplace ist ja im Moment ein gemeinnütziger Verein und wir möchten, dass dieser Verein später wirklich rund um die Uhr mit vielen Mitarbeitern Filme produziert mit christlichen Inhalten. Wir wollen eigene Studios haben, wir wollen eigene Firmengebäude haben und wirklich soll was ganz Großes werden. Fängt jetzt gerade ganz klein an, aber wir hoffen, dass in 5 oder 10 Jahren da wirklich schon ein Gebäude steht, wo viele Mitarbeiter drin sind, die rund um die Uhr Ideen entwickeln für Filme, Stoffentwicklung machen und unterwegs sind mit der Kamera, Filme produzieren. Die Idee, Menschen durch Filmclips mit Gott und dem christlichen Glauben in Verbindung zu bringen, geht auf. Doch für diesen Missionsdienst braucht Manaplace in Berlin noch weitere Mitarbeiter und aktuell neue Räume. Doch eins bleibt jetzt schon festzuhalten. Ein Mangel an neuen Ideen besteht bei Julius Schindler und seinem Team sicher nicht. Das ist unser neuer Name.